Nee, aber ich habe gerade Laune und deswegen pfeif drauf. Ich krieg den Rest irgendwie schon in meinen Tagesplan integriert, hoffe ich zumindest. Schauen wir mal. Ich muss doch einkaufen und staubsaugen und dann kriege ich nachher noch Besuch. Und ach, meine Güte, die Dramen hören nicht auf. Nee, aber Gelb, der ist jetzt sowas von hinüber schon. Wir haben jetzt doch ein paar Soldaten verloren durch den großen Turm, aber das ist, ja, wäre auch langweilig, wenn wir so gar keine Trüppchen verlieren würden. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, ich glaube, hier hinten müsste das, sind die doch verbunden, ne, so von der Landfläche her. Dann könnten wir, wenn unsere Kaserne, also wenn unsere Larrys hier aus der Kaserne schnell genug nachrücken, könnten wir ziemlich schnell ziemlich viele Truppen haben und dann einfach von zwei Seiten angreifen. Das fände ich, glaube ich, mal geil. Boom. Gott, all diese Ressourcen. Das ist so ein Träumchen hier. Ja, jetzt habe ich nicht gesehen, ob bei der Kaserne irgendwelche Waffen liegen. Aber das sehen wir spätestens dann, wenn so eine Armee hier mit Waffen vorrückt. So, ich befürchte schon fast, wir sind wieder ziemlich am Ende, was Gelb angeht. Also viel kommt da, glaube ich, nicht mehr. So, guck, da sind doch schon wieder einige. Na. Achso, das ist nur dieses kleine bisschen Gegenwehr aus dem Turm. Komm, wir teilen euch mal auf. Ihr geht schon mal nach oben, dass wir das ein bisschen schneller über die Bühne bringen. Was macht denn die Kampfkraft? 68%, das ist ja noch gar nicht mal so viel. Nice. So, und ihr bitte auch darüber. Ach, was schön. Ich mag's, wenn's rund läuft. Und jetzt läuft's gerade richtig rund hier. Das finde ich schön. I like. Wie viele Soldaten hätten wir denn noch? 96. Wir haben schon wieder sehr viele Waffen im Anschlag. Ja, bauen wir noch einen Bonus. Was soll der Geiz? Bretter haben wir ja jetzt genug geklaut. Hey. Der Weg ist zwar ein bisschen weit für die Bretter, aber... So, schauen wir mal, wie weit das Land noch reicht. Ach, guck mal, so viele Larrys. Tja, werden wohl einige Zivilisten dran glauben müssen. Tut mich sorry. Oh, guck mal, da hat er sogar noch zwei, drei Einheiten drin gehabt. Aber leider keine Bogenschützen, die mir jetzt auf den Sack gehen könnten. Schade. Danke fürs Mitspielen. So, dann mal wieder weg mit dir. Was will er da noch bauen? Eine Holzfäller, bitte. Ja, die wird's reißen. Die wird dich jetzt retten. Aber sowas von. Verdammt, ich bin echt ein bisschen genatzt dadurch. Weil er mich wahrscheinlich mit Baumstämmen totwerfen wird. Tempel immer noch nicht fertig. So, hinfort mit der Burg. Machen wir da mal den Rest platt. Ihr könnt schon mal nach oben zu den anderen aufschließen mit denen. Dann marschieren wir gleich einfach mal weiter durch. Klar, hier kommen ständig Bretter hin und da oben kriegt die Baustelle immer noch nichts ab oder was. Ach, die sind schon unterwegs. Ja, sehr gut. Ich habe nichts gesagt. Entschuldigt. So, da sind wir schon mal blau. Das war's mit Gelb. Sieht man auch daran, dass sie so dezent rumwuseln und nicht wissen, wohin mit sich. Tja, Schüsse gelaufen. Reißen wir dich auch mal eben ab und ihr kommt dann mit zu denen nach oben. Und sobald da alle versammelt sind... Obwohl, wisst ihr was? Komm, pfeift drauf.
Wir lassen uns gar nicht so viel Zeit. Wir greifen hier einfach schon mal an, damit wir die von oben erstmal alle runterkommen. Und dann greifen wir oben an. Finde ich gut. I like. So, man reiche mir das erste Türmchen, das ich erobern darf. Achso, das waren die. Ich dachte schon, das wären jetzt unsere Soldaten gewesen, die in einen Hinterhalt geraten sind. So, du findest keine Bäume mehr. Ja, schade. Dann guck doch mal in deiner näheren Umgebung. Ja, ich befürchte, ich werde jetzt hier vielleicht den einen oder anderen Larry verlieren. Was ich nur bedingt schlimm finde. Wir haben ja noch eine zweite Armee, die sich oben gerade sammelt. Ob er davon schon weiß? Von seinem Glück? Wie viel haben wir denn hier? 55. Nicht die Welt. Aber ich denke, sobald wir ihn hier unten erblicken, können wir los. Weil wir dann ja wissen, hey, der zieht gerade seine Truppen hier unten zusammen. So, weiter marschieren. Oh, hat er da... Sind das Waffen? Nee, das sind Äxte. Ich dachte erst, das wären Speere. Hier, die beiden da oben. Schade, schade, Herr Nomade. So, da ist das Türmchen. So, sobald ich die erste Einheit sehe, die mir entgegenkommt, wobei der irgendwie hier oben alles zu sammeln scheint, was er hat. Was? Junge, was stimmt denn nicht mit dir? Der hat die Berge, um Waffen zu produzieren. Ah, also, da kommen die ersten, alles da. Das ist mein Stichwort, beziehungsweise euer Stichwort hier oben. Ah, Moment, euch nehmen wir noch mit. Rein mit euch. So, hätten wir den auch. So, einmal bitte einmarschieren. Ja, sehr gut. Schick alle deine Truppen hier runter, während ich oben bei dir einmarschiere. Das finde ich so geil, Junge. Sehr schön. Endlich mache ich mal ein bisschen sowas, was man Taktik nennen könnte, nämlich den von zwei Seiten in die Mangel nehmen. Hat ja auch nur zwei Kampagnen gedauert, ey. Ach, der kann momentan nicht abgerissen werden. Schade, ja, zu viele Feinde in der Nähe. Dann geht er natürlich nicht. Habe ich da noch Tröpfchen? Yo, her mit euch. Und ihr da auch noch. Kommt alle dazu, zur großen Sause. Kann ich dich denn jetzt abreißen? Ja, jetzt geht es. Sehr schön. Wäre ich mit dir. Und der weiß jetzt gar nicht, wo er zuerst hingehen soll, um sich abschlachten zu lassen. Hier an diese Front oder an die andere. Das ist aber auch eine schwierige Wahl, Mensch. Oha, da hat er doch noch ein bisschen was lau. Ah. Ja doch, komm, gehen wir da hin. Pfeif drauf. Weil, ja, es kann sein, dass die Armee jetzt aufgerieben wird. Das weiß man jetzt gerade nicht, denn hier kommen jetzt doch ein bisschen mehr... Ah, guck an, da hat er eine Festung. Mein Gott, geht doch mal dahin, Mensch. Was stimmt denn nicht mit euch? So, hier bitte einmal zusammenziehen. So, meine Haupt-, also meine erste Armee, Hauptarmee kannst du jetzt so auch nicht sagen. Meine erste Armee, die wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen auf die Schnauze kriegen. Ja, ein bisschen mehr sogar. Aber ich versemmel seine Truppen dafür ein bisschen. Jetzt fehlte mir gerade irgendwie das Wort. Ich versemmel dafür seine Truppen jetzt. Können wir noch was upgraden? Nee, ne? Nee, gerade noch nicht. So, hier. Und seine restlichen Ländereien klaue ich ihm auch dabei. Das ist doch herrlich. Das ist doch mal Arbeitsteilung, ihr Lieben. So. Wie schaut's hier aus? Ja, ihr kriegt das schon hin.
Wir werden uns noch ein bisschen da auf den Senkel gehen und noch ein paar Truppen kosten, aber ihr kriegt das schon hin. Was machst du denn hier? Eine Kaserne? Nee, glaube ich nicht, mein Lieber. Das glaube ich nicht. Glaube ich erst, wenn ich sehe. So, wenn ihr mal bitte ein bisschen näher an die Front. So. Was macht die Truppe 1? Ihr nagt euch immer noch hier daran die Zähne ab. Na gut. So sei es. So, mal ein bisschen die Meldung weggeklickert. Boom. Zack. Sehr gut. So, dann machen wir mal den Laden dicht, wa? Alter, Belly. Also ich weiß, Eigenlob stinkt, aber ich muss sagen, das läuft doch jetzt wirklich fantastisch, oder? Also ich fand, das war jetzt eine ziemlich chillige letzte Mission. Der hat uns am Anfang, haben die uns, da wir die Rüstung, sag ich schon, die Burgen voll gemacht haben, haben die uns ziemlich in Ruhe gelassen am Anfang. Na, was willst du, wohin willst du dich da rein? Mit einer Brauerei und einem Wasserwerk? Boah, ey, die Gebäude sind echt groß. Ich meine, ihr habt mich ja schon vorgewarnt, dass da durchaus einiges an Platz gebraucht wird bei den Ägyptern und dass das so deren großes Problem ist, weil die Platz und Steine ohne Ende brauchen. So, das letzte Türmchen, ihr Lieben, dann war's das schon. Mein Gott, ist ja traumhaft hier. Zack! Gewonnen! Ding, ding, ding. Ach nee, was herrlich. Ja, Leute, da haben wir das doch mal ordentlich krachen lassen, finde ich, oder? Ah, okay, hier war dann doch keine Landzunge mehr dran. Na gut. So, ihr Lieben, dann verlassen wir doch mal dieses wunderschön zerstörte Idyll und schauen uns den Abspann an. Aber erst natürlich die Punkte. So. Ja. Boah, Minen, da habe ich ja echt gerockt. Aber gut, wir hatten ja auch schon von Anfang an einige stehen. Von daher passt das schon. Ja. Läuft bei uns. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Sage ich an der Stelle, gleich kommt noch die Abschlusssequenz. Ich freue mich auf die nächste Kampagne mit den Ägyptern. Ich hoffe, ihr seid dabei und verabschiede mich jetzt schon mal mit einem Tschüssikowski. Da kommt ein Taifun! Bringt die Kinder in Sicherheit! Jetzt sieh dir mal diesen Dreck an. Wie sollen wir das jemals schaffen? Du sagst es. Das dauert bestimmt eine Ewigkeit, bis wir fertig sind. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr mich diese Diät geschwächt hat. Und hast du gesehen, wie arrogant er die ganze Zeit über gegrinst hat? Der Gauner hat doch tatsächlich versucht, zu gewinnen. Das Universum anstreichen, so eine Schwachsinnsidee. Wenn wir jemals das Ende erreichen, können wir vorne gleich wieder anfangen. Ja, meine Herren. Das ist auch der Sinn der Sache. Misch du dich nicht ein! Nun, Chiyu sucht noch Kellner für seine Siegesfeier. Ich bin da viel zu ungeschickt. Horus, der kann das viel besser. Halt's Maul und fang an zu streichen.